Und so ein herzlichen Gruß nach Polen, nach Warschau, wo heute auch eine internationale Ärztekonferenz ist. Denn auch in den anderen Ländern gibt es keine echte Pandemie. Ich grüße alle meine Kollegen von der Royal Doctors Alliance unter dem Dach des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses. Ich bitte alle noch einmal die Auflagen des Landes Berlin einzuhalten und kooperativ mit der Polizei zu sein. Ich bedanke mich jetzt schon für den angemessenen Einsatz der Polizei heute. Das ist eine wunderbare, großartige Entwicklung, die wir auch mit einem Applaus für die Polizei jetzt begrüßen sollten. Liebe Landwirte, das ist euer Applaus. Gute Leute auch. Aber es geht um die Fakten. Deswegen A2020.org. Dort sind Fakten auch international in 10 Sprachen vorhanden. Für all diejenigen, die heute nicht da sind, für all diejenigen, die noch nicht so informiert sind. Ich kann nur alle bitten, habt Geduld, seid friedlich. Ja? Die Spaltung, die durch unsere Gesellschaft geht, dürfen wir nicht vergrößern. Es ist schon mehr als fahrlässig, dass unsere Politiker das machen, dass sie mehr Angst vor ihren Fraktionsvorsitzenden haben, als vor dem Souverän. Und das sind wir. Und mal ganz ehrlich, mit gesundem Menschenverstand. Wir sehen doch, dass wir hier keine gemeingefährliche Krankheit haben, vor der wir geschützt werden müssen. Und wenn den Politikern und den mächtigen Oligarchen so die Gesundheit am Herzen liegen würde, warum wird da nicht das Rauchen verboten oder zumindest die Werbung dafür? Und auch, es ist doch eine Farce. Wir wissen doch auch, dass diese Masken doch gar nicht helfen. Ganz abgesehen davon, dass das sowieso schön ist, es geht hier nicht um das Medizinische, sondern um etwas Wirtschaftliches und Kriminelles. Die Fakten dazu hat Ernst Wolf, der auch hier in Berlin ist, schon gut dargelegt. Ich kann nur seine Videos empfehlen. Ernst Wolf für das Wirtschaftliche, Finanzielle. Und für das Medizinische auch nochmal gibt es viele gute andere, wie die MBGFD, wie die Ärzte für Aufklärung. Und ich spreche für den Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Wir haben auch schon in genug Hearings haben wir die medizinischen Fakten zusammengebracht. Gut versteht mich, glaube ich, in Videos, schon in vielen Sprachen übersetzt. Die gute Nachricht ist, wir brauchen davor keine Angst haben. Aber ich möchte euch allen Mut zusprechen. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Macht es nicht mit, wenn ihr seht, dass Rechtsverstöße da sind, dass Verordnungen über Gesetze gestellt werden und dass uns Gesetze über das Grundgesetz gestellt werden. Das ist nicht rechtens. Wir wollen zurück zu dem Grundgesetz und wir wollen etwas Besseres, etwas Neues aufbauen. Wir wollen nicht das New Normal. Ganz sicherlich nicht die alte Normalität haben, denn genau die hat uns in dieser Situation geführt, zu diesem New Normal, zu dieser neuen Normalität, in der Überwachung Trumpf ist, in der Denunziation Trumpf ist, ja, und so vieles an Kollateralschäden. Es sind so viele Menschen gestorben, Depressionen, sie sind in den Selbstmord getrieben worden. In Australien sind jetzt sogar 4 Babys gestorben, weil sie eine medizinische Behandlung nicht bekommen haben, weil die Grenzen dicht gemacht worden sind. Und genau das droht uns jetzt auch. In Irland, in Spanien ist es schon soweit.
Wie lange wollt ihr eigentlich noch warten, bis das hier so ist? Bis ihr Arzt nicht mal rausdurft? Wie lange wollt ihr warten? Deswegen noch ein letzter Appell. Deswegen noch ein letzter Appell auch an alle verantwortlichen Väter und Mütter. Die Kinder, die wissenschaftlich erwiesen kein Risiko haben, überdurchschnittlich an Covid-19 zu erkranken und sie auch kein überdurchschnittlicher Träger dieses Virus sind. Die werden wir transalieren mit Masken. Und das ist insbesondere eine psychische Tortur. Viele erleiden dadurch einen psychischen Schaden und viele auch körperlich. Wollen Sie euch wirklich ernsthaft von euren Kindern irgendwann mal fragen lassen, Papa und Mama, wart ihr zu dumm oder zu feige? Gleiche zu den Großeltern und danach bitte ich euch, eine Minute Schweigen zu geben. Danach wird hier auf der Ostseite dann der Wagen fertig gemacht, wo hier Großväter steht. Und ich möchte auch nur noch einmal alle Großväter und alle Großmütter fragen, möchtet ihr wirklich noch einmal von euren Enkeln hören, Großvater, Großmutter, wart ihr damals zu dumm oder zu feige? Habt ihr das nicht schon mal erlebt in den 30er Jahren? Habt ihr das nicht von euren Eltern gehört? Was geht hier ab? Danke schön.